Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns jetzt gerade bei Sons of Dane, denn hier sind noch ein paar Musikstücke, glaube ich, die ich haben wollte. Das war doch hier, oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, Sons of Dane war es. Genau. Und hier spielen wir ein bisschen Musik. Mit jedem etwas. Vielleicht sollten wir zuerst die Gegner hier töten. Vielleicht auch zuerst den, der hier rumläuft. Warum kein Kübelkopf hier? Überraschung! Ach, ich liebe es zu schleichen. Schleichen ist das größte, Freund. Es macht am meisten Spaß. Aber kostet natürlich auch extrem viel Zeit. Gut, wir spielen Steel-Gitarre. Spielen. So. Zählt das nicht? Was müssen wir denn für Instrumente spielen? Wir müssen hier spielen Gitarre, aber das ist doch eine Gitarre, oder nicht? Ist da gerade jemand gestorben? Hier kein grünes Zeug. Huch. Hi. Ne. Oh, cool. Noch eine höhere Stufe erreicht. Gitarrenwerfer brauche ich nicht. Das Roboterding nehme ich hier gerne mit. Ja, noch ein Level Up. Nice. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Level-Up anfangen soll. Stufenaufstieg. Ah, ich weiß. Wir hatten da ja noch was, ne? Und zwar... Nee, hier war das nicht, ne? Hier. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. 3 Punkte. Okay, wir brauchen erstmal vorher noch einen Punkt, bevor wir die vereinen. Am besten machen wir die nächsten 2 Punkte. Packen wir von da 2 einfach hier rauf. Und dann können wir es aufleveln. Das heißt 3 Level noch. Nachtpirsche andocken. Okay. Aber will ich ja gar nicht. Okay. Snare Drums. Komm. Ah. Sehr schön. Snare Drops erledigt. Dann haben wir hier einen Bass. Bass ist auch erledigt. Dann die Munitionstasche nehmen wir gerne mit. Mir fehlt eigentlich nur noch eine Gitarre, ne? Hier eine Gitarre? Du bist ja offensichtlich keine Gitarre, Steel-Gitarre. Nee. Wäre ja fast schon gelogen. Aber ich glaube, ich habe zu Hause eine gebaut. Halt, Moment. Banjo. Ja, muss es doch eine Gitarre geben, aber kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, offensichtlich gibt es hier alles außer eine Gitarre. Aber die habe ich ja zu Hause. Deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Dann spielen wir halt ein bisschen zu Hause Gitarre. Vielen guten alten Zeiten. Nix gewesen. Nö. Ich teleportiere mich gleich nur weg. So. Akustische Gitarre. Ist aber auch keine Gitarre, ne? Gitarre erledigt. So. Junge. Okay, ziehen wir uns mal ganz kurz unsere Nuka-Colas rein. Damit die weg sind. Ich habe so wenig Geld. Ist immer noch nicht mehr. Ich muss aufpassen, wie ich schnell reise. Mittlerweile geht mir das Geld sonst aus.
Leute, kauft bei mir. Was ist los mit euch? Muss ich auch Klavier spielen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich würde tatsächlich jetzt gerne mir die Schatzkarten angucken. Er schiebt 2. Okay. Moschatzkarte 3. Die kennen wir bereits. Savage Divide. Sagt mir auch nichts. Waldschatzkarte 04. Ein Flugzeug. Okay, das ist markant. Steht da Nuka-Cola drauf? Es ist in der Nähe vom Nuka-Cola-Werk. Ja, da kenne ich auch nichts. Ja gut, ich würde sagen, wir fangen an mit Ash Heap 2. Das ist, glaube ich, das einfachste von allen. Denn dieses Gebäude, das dürfte sehr, sehr groß sein. Gehen wir mal hier hin. Und von da aus gucken wir mal, ob wir es finden. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas finden, was wir brauchen durch die Schätze, ist schon enorm hoch. Ist das dieses Gebäude, oder? Ja, muss hier eigentlich, ne? Oder? Wir sind gar nicht in Ash Heap, oder? Ash Heap ist auch das hier. Dann ist es das Gebäude. Kann ich hier umsonst herreisen? Mein schönes Geld! Irgendwann muss ich zu Fuß laufen, weil ich kein Geld mehr habe. Ja. So kann das enden. Oder ich nutze die öffentlichen Events zum Reisen, wenn da einer in der Nähe ist, weil die sind ja umsonst. Diese Taktik muss ich mir merken. Okay. Es muss ja dieses Gebäude sein, ne? Bin ich mir fast sicher. Wir gucken Richtung Süden. Das heißt, wir müssen mehr so hier zum Sendeturm, ne? Was passiert da? Wer macht hier Stunk? Hä? Aber ich glaube, wir sind hier schon ziemlich richtig, ne? Das sieht gut aus. Da ist der Berg. Süden. Oh, guck mal, da waren wir noch nicht. Wieso war ich hier noch nicht? Und wie komme ich da hin? Hä? Okay, wir klettern. Könnte ich umsonst so hochspringen? Verdammt, doch, können wir. Ist alles umsonst. Na komm. Ja, perfekt. Ha! Wir sind oben. Oh, Schrauben. Leichen. Reagenzglas. Hohe Flasche? Hey, ich suche ein Reagenzglas. Verlassener Minenschacht 5. Ey, ich bin da schon längst weg, du Depp. Makellose Bergarbeiteruniform. Brauchen wir, ne? Jawoll. Easy. Okay. Habt ihr auch Reagenzgläser hier oder so? Ich meine, das ist doch ein verdammtes Labor. Bunsenbrenner. Becherglasständer? Nee. Hä? Einfach nur ein Becherglas?
Funkstörgerät. Das hört sich schon ziemlich unique an. Aber ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht kann ich es bei mir hinstellen, dann kann keiner mehr da funken. Wer weiß. Bergarbeiteruniform. Red X. Wie kann man Red X verdünnen? Red X sind Pillen, oder nicht? Eigentlich schon. Enttäuscht. Kein Reagenzglas für den Zero. Aber dafür ein Fusionskern. Okay, was haben wir für Anhaltspunkte? Bei Airship 2. Das kennen wir doch. Das habe ich doch schon mal gemacht. Wir sehen uns da. So, da wären wir. Hier muss das irgendwo sein. Wo müsste es gewesen sein? Da. Scheunenset. Beil Elektrofusion hinzugefügt, okay. Sowas müssen wir auch noch herstellen. Wo ist denn das Beil? Hä? Oh, das ist ein Mod höchstwahrscheinlich, ne? Das müssen wir irgendwo ranbasteln. Dafür brauchen wir noch ein Beil. Ja, ich habe in der letzten Folge ein Beil verkauft. Ich weiß, oder auseinandergebaut. Das ist mir schmerzlich jetzt bewusst. Aber kann ja keiner riechen, ne? Kann ja keiner riechen. Okay. Gucken wir uns den nächsten an. Super. Moorschatzkarte 03. Gut, dann sehen wir uns auch da. So, da wären wir. Genau, und hier ist dann der Schatz vergraben. Au. Irgendwo hier war das, ne? Direkt neben der Karre war das. Ein Stück weiter hinter der Karre. Ich hab schon genug von euch getötet, Leute. Weg mit euch. Meine Fresse, wie haltet ihr eigentlich aus? Okay. Gib mir einfach nur den Schatz, da ist er doch. Hä? Das ist ein Stein. Was soll, hier sind nur Steine. Wo ist denn der scheiß Schatz? Weißt du, es ist ja nicht so, als hätte ich ihn schon mal gefunden. Da ist er doch. So, zusätzliche Flammendüser-Dönermesser. Okay, kann man verkaufen. Kampfgewehr, Nachtsicht, Langweiten. Oh, das ist gut. Lederrüstung ist scheiße. Plasmakartusche, ja. Aber den Bauplan nehme ich sehr gerne. Savage Divide. Das könnte problematisch werden. Allerdings gucken wir nach Norden. Das heißt, eigentlich können wir von Süden aus im Savage Divide nach oben latschen. Hoffen, dass wir es finden. Das ist ja auch kacke. Gibt es noch andere Anhaltspunkte? Es könnte Sons of Dane sein, oder? Ist auf jeden Fall eins der Türme. Gucken wir am besten mal nach. Gibt ja nicht viele Türme, ne? Gibt ja nur irgendwie ein, zwei. Erstmal zentraler Ausguck, komm. Müssen wir eh besuchen, glaube ich. Ja, zentraler Gebirgsausguck. Du bist doch zentraler Gebirgsausguck, oder? Ja. Muss ich da jetzt nach oben latschen für? Scheiß drauf, ich laufe überall durch. Ich laufe überall durch. Ich laufe überall durch. Mir ist egal. Ich hoffe, das wird getriggert. Ansonsten wäre das ein bisschen Panne. So.
Hat hier jemand einen Beil? Machete? Was man nicht alles tut für Munition. Na gut. Irgendwie nix. Vielleicht wurde es schon aktualisiert in, im Ladescreen. Das hätte ich doch gesehen, oder? Was soll's. Tun wir einfach mal so, als hätten wir es. Das ist das Beste. Okay, zentraler Gebirgshaus gucken. Wir müssen Richtung Norden gucken. Richtung Norden ist da. Könnte hinkommen, oder? Norden, wenn wir es genau sehen, müsste Norden. Ach du Scheiße. Hä? Okay, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Das ist mir so verwirrend mit den Himmelsrichtungen. Eventuell hier. Das sieht schon besser aus. Ja. ETF. Ist mein Stöhner. Eigentlich müsste es genau hier sein. Eigentlich. Guck nochmal ganz genau hin. Das Kreuz ist neben dem Attention. Aber hier ist kein. Ach verdammt. Ich fühle, dass wir nah dran sind, aber ich sehe keine Bäume. Hier drauf. Aber so komische Zacken, die abgeneigt sind. Die sehe ich jetzt nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Dinger Copy and Paste sind. Weswegen der Zaun halt haargenau so aussieht, als ob es hier sein sollte. Weiß nicht. Irgendwie. Es fühlt sich halt richtig falsch an, aber es sieht richtig aus. Das ist halt das Problem. Aber wenn wir uns hier genau umsehen. Ich weiß nicht, was diese Zacken bedeuten. Aber der Zaun ist da. Der Zaun ist einfach da. Haben wir hier noch einen anderen Ausguck? Wir haben noch den. Warte, ich hab's. Wir haben ja hier östlichen Gebirgsausguck und südlichen Gebirgsausguck. Das heißt, hier muss ja noch ein Ausguck sein, ne? Eventuell hier. Hier ist vielleicht noch ein Ausguck. Oder weiter im Norden. Oder sehe ich keinen? Schauen wir uns mal im Süden um. Am besten hier bei diesem Camp. Das kennen wir schon, ne? Ich hab's. Gehen wir mal mit unseren schäbigen 238 Kronkorken hier hin. Und schon haben wir noch 200 Kronkorken. Dieses Schnellreisen kostet einfach so viele Kronkorken. Oh. Shit. Ey, da ist eine Vault. Ne, das nehme ich gerne. Wo ist jetzt der Shop? Der hat sogar alle Wackelpuppen schon gefunden. Kranker Typ, du, 315. Siehst aus wie so ein Tourist. Was ist denn das? Ein Bett? Ja, wo kann ich hier mal Sachen kaufen? The world is my dumpster. Alles klar.
Kollektron-Station? Was soll das? Alter. Junge. Aktivieren. Would you like to join my scavenger hunt? Today we're gathering unstable nuclear waste. So, Flammenwerfer blutbefleckt, verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit. Wirft beim Blocken 50% des Nahkampfschadens zurück. Okay. Ja, blutbefleckt ist ja schön und gut. Hm, so ein Ding habe ich auch. Speer. Pistole. Kugeln explodieren und verursachen Flächenschaden. Schaden erhöht sich bei Nacht und verringert sich bei Tag. Schon ein cooles Ding. Maschinenpistole. Nachtaktiv, nachtaktiv, rasend. Kugeln explodieren, erhöhter Schaden für jeden weiteren Treffer am Ziel. Das ist auch cool. Aber mit einer 10mm wäre das noch viel cooler. Was hast du denn noch hier? Plastic is the gift that keeps on giving. Ich brauche die Kochmütze. Scheiße, ich habe kein Geld. Aber Kochmütze werden wir irgendwann finden. Raserserum. Schon coole Sachen. Baupläne. Rezept Overdrive. Ja. Selbstgefertigtes Gewehr. So much junk, so little time. Soll ich es mal riskieren und die Plünderstation plündern? Da sind doch bestimmt Ressourcen drin, oder? Nee, ich werde sterben. Ich werde sterben, wenn ich das tue, deswegen tue ich es nicht. Da hinten ist eine Hütte. Zwar noch nicht der Ausguck, den wir eigentlich gesucht haben, aber eine Hütte. Nehmen wir doch einfach mal in die Richtung. Vielleicht finden wir irgendwas. Ein bisschen Radioaktivität finden wir. Ende der Map. Ja gut. Wo war eigentlich die Vault? Habe ich hier noch eine Vault gesehen? Wir müssen gleich einfach nochmal zurückreisen. Noch mehr Geld ausgeben. Da ist noch ein Sendeturm, den kennen wir auch noch nicht. Vielleicht ist dann hier auch irgendwo ein Ausguck. Der müsste vielleicht hier sein irgendwo. Hier ist noch ein Ausguck. Östlicher Ausguck. Vielleicht da. Der ist zwar grenzwertig, aber könnte hinkommen. Johnsons Acker. Ich bin froh, dass es hier eigentlich nicht Nacht ist, aber es soll Nacht sein. Dreifacher Schaden. Nehme ich. Schon sind wir überladen. Herrlich. Ich noch nicht. Warten Sie ein. Hallo? Von wo kam das? Hallo? Kommt doch offensichtlich von rechts, oder? Hört sich nach einem Beleidigungsspot an. Oh. Keine Ahnung, wo der hin ist. Das nehmen wir mit.
Okay, was gibt's hier? Gartenzwerg, rot, geil. Braucht keine Sau. Gelber Kanister. Boah, ich wünsche ein bisschen, das nehme ich. Heilmittel, sehr schön. Wo ist der Beleidigungsbot? Ich will ihn umbringen. Die Ratte. War natürlich gewollt. Ganz seltsame Geschichte. Ich hab zwar einen Bot gehört, aber hier ist keiner. Okay, merken wir uns einfach, dass hier noch ein bisschen was ist. Wir sehen ja, dass da was ist. Östlicher Ausguck. Ansonsten, ja, wir haben... Sonst bin ich ratlos. Aber hier gibt's keinen Zaun. Aber man muss halt einfach sagen, das passt einfach perfekt. Da oben. Und hier passt das einfach absolut gar nicht. Ja, 189 Kronkorken, Leute. Ich würde sagen, damit ist meine Aufnahme erstmal beendet. Ich werde jetzt noch ein bisschen zu Hause chillen und gucken, dass jemand ein bisschen was kauft. Ansonsten muss ich halt farmen gehen. Hilft alles nichts. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.